Aha, hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, heute bin ich mal hier alleine oder vielleicht auch für die Zukunft. Wir schauen mal. Denn der Lutze, der ist einfach mal irgendwie weg. Ich glaube, der Lutze, der hat gekündigt. Der will nicht mehr. Was ist denn das? Stört hier irgendwas? Interferenzen oder was? Da, hallo? Hallo Matze, hallo Borgheide, guck mal hier, da hinten ist der Lilienstein, jedenfalls das, was davon zu sehen ist. Ja, hier ist es ein bisschen feucht. Und Matze, bei dir alles im Griff? Was willst du denn hier? Sag mal, störst du hier die Sendung? Ich denke, du hast hier gekündigt. Sag mal, kannst du nicht einfach hier reinrufen? Was hast du gesagt? Nein, ich habe nicht gekündigt, ich habe gesündigt und zwar ordentlich. Das hat man doch gesehen, oder? Gesündigt. Ach, zu spät, komm, vergiss es. Du hast doch eh keine Lust mehr. Du treibst dich doch jetzt nur rum. Du bist doch der neue Rumtreiber. Außerdem ist es viel schöner, wenn neben mir hier keiner rumzickt. Warte, bis ich wieder da bin. Ja, komm mal wieder. Die Passwörter sind alle schon geändert. Kommst eh nicht mehr rein. Tschüss. Hallo, Ines, komm, wir müssen los. Matze, der versinkt im Chaos. Der kriegt's nicht hin. So, wie gesagt, Lutz ist weg. Da müssen wir jetzt alleine durch. Ja, was hat man denn die Woche? Wie hier im Bild zu sehen, prominenter Besuch, Name wird nicht verraten, im Fliegerheim Borgheide. Die Urenkelin von Felix Mendelssohn Bartholdy war im Fliegerheim zu Gast, inkognito, und ist auch schon wieder weg. Aber schön zu sehen, wer sich denn hier alles so in Borgheide verirrt. Ja, am 6.8. nächste Termin steht an im SWP Borkom vorne im Gewerbegebiet. Bei Sven Sperling und Steffen Weber ist wieder After Work at Cube. Das Format setzt sich dann auch langsam durch und wird nach Corona auch weitergeführt. Jeden Donnerstag könnt ihr euch dort, jeden ersten Donnerstag im Monat könnt ihr euch dort treffen, wenn ihr gewerbetreibend seid oder auf Jobsuche, und könnt dort mit den Chefs sprechen. Der Leistungsumfang der Firma ist von der kompletten IT, also wirklich vom Klingeldraht bis zur Elektrik, alles, was dort im Angebot ist. Wenn ihr ins entsprechende Bewerbungsportfolio passt, wie gesagt, geht hin. Ihr müsst da keine große Bewerbung schreiben, sondern wirklich einfach mal hingehen und mit den Jungs sprechen. Ist in einer guten Atmosphäre und macht auch richtig Spaß. So, was haben wir noch? Waldbad hat auf. Das Waldbad hat seit 11. Juli auf und wir haben schon über 3000 Badegäste gehabt in der Zeit. Ganz kurz nochmal zur Erklärung für alle, die es noch nicht wussten. Es gibt so ein paar kleine Regeln, da wir auch so ein chlorfreies Bad haben. Bitte generell vorm ins Wasser gehen duschen. Bitte generell keine Glasflaschen mit ins Bad nehmen, weil wenn die kaputt gehen, haben alle anderen sehr viel davon, vor allem in den Füßen. Was noch ist, Schwimmwindeln für die Kleinsten sind Pflicht. Also bitte nicht ohne Schwimmwindel oder ohne Badehose in das Kleinkinderbecken oder in das große Becken mit Schwimmflügeln geht es auch nicht ins Schwimmerbecken, müsst ihr auch wissen. Und die Sonnencreme tragt bitte erst nach dem ersten Badegang auf, damit wir nicht gleich das ganze Sonnenöl in unserem nicht chlorierten Wasser haben. Und wie hier zu sehen, manche Leute wollen uns auch zeigen, wie es zu Hause bei ihnen aussieht und lassen den Müll einfach so auf der Wiese liegen. Das ist natürlich nicht so schön. Wie gesagt, räumt euren Müll bitte weg, weil wir haben genug Mülltonnen. Und am Abend wird es dann auch, die Mülltonnen werden geleert, sind am nächsten Tag wieder leer oder zwischendurch auch, wenn das Becken voll ist. Also unterstützt uns ein bisschen bei der ehrenamtlichen Arbeit. Und dann sieht das Bad auch am nächsten Tag wirklich wieder so aus wie am Tag zuvor. So, was haben wir noch? Wir haben Fehlinformationen auf der Webseite Borgheide. Es gibt keinen Seepferdchenkurs über einen Sportverein oder DLRG. Das ist leider irgendwie reingerutscht. Aber der fünfte Arbeitseinsatz am 15.8. auf dem Sportplatz findet statt vom Borgheider SV 90. Und zum gleichen Tag am 15.8. ist auch wieder Bürgermeistersprechstunde am Gemeindehaus. Darauf folgend noch die zwei Termine am 29.8. und zwar Sportabzeichentag mit dem Sportverein, hat man schon mal angekündigt, hier nochmal im Bild zu sehen. Und weil die Gesundheitswoche 2020 ausfällt, hat der Stefan Güthoff das Programm ein wenig reduziert, auf einen Tag umgestellt. Zu dem Sportabzeichentag kommt noch ein Drachenfest hinzu von 15 bis 20 Uhr auf dem Flugfeld in Borgheide. Hoffen wir auf relativ viel Wind an dem Tag, dass das Drachensteigen sich natürlich auch lohnt.
So, ja, Lutze, du bist nicht da und meckerst immer übers Wetter, aber ich denke mal, du kommst auch wieder. Aber bis du wiederkommst, werde ich dir mal sehr schönes Wetter prognostizieren. Denn wie du hier siehst, die Temperaturen sind im Bereich der 24 Grad aufwärts und werden zum Wochenende hin vermutlich sogar die 33 Grad erreichen mit der ganzen Woche voll Sonnenschein. Das heißt natürlich auch wiederum, die Waldbrandgefahrenstufe geht sehr schnell nach oben. Also bitte passt auch hier im Wald auf, dass nichts passiert und die Feuerwehr möglichst nicht ausrücken muss. So, im Prinzip auf den Zettel geguckt. Ach, hier, kann ich noch zeigen. Der Lutze ist auf Werbetour, auch wenn er unterwegs ist. Kann er es nicht lassen. Heute Morgen hat es wahrscheinlich da, wo er ist, noch ein bisschen getröppelt. Da wird natürlich mit den Jacken und den Mützen auch Werbung gelaufen. Mir fehlt der Hund. Der Hund hat noch keinen Aufkleber auf seinem Regenschutz. Aber ich denke mal, das kriegst du auch noch hin. So, das war's für heute. Alleine sprechen ist immer ein bisschen komplizierter. Aber ich hoffe mal, ich habe es relativ gut über die Bühne bekommen. Ja, Lutze, du darfst dann nächstes Mal doch wieder mitmachen. Ich nehme den Rückzug der Kündigung, nehme ich natürlich an. Und du kannst auch im Urlaub weiter sündigen. Das ist mir eigentlich auch egal. So, von daher sage ich Tschüss für heute. Liebe Grüße, euer Matze.